Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Uranium. Ja, nachdem wir nun im letzten Part die coole Wasserroute abgeschlossen haben, haben wir dann auch noch gegen einige surfende Ninjas und ihren Anführer gekämpft. Ja, und nun befinden wir uns gerade auf Mascara Island auf der Route 13. Unterwegs zu unserem nächsten Ort. Ich würde sagen, wir machen dann nochmal direkt hier weiter. Bevor ich allerdings hier weitergehe, habe ich nämlich noch etwas vor. Genau, und zwar möchte ich gerne mit dem Sonnenbonbon einmal das hier machen. Weil ich habe offscreen nämlich Dark Sonic und Desax trainiert. Desax ist jetzt kurz vor Level 40. Und Dark Sonic war auf 40, jetzt bringe ich es auf 41. Und Dark Sonic entwickelt sich nun. Ich bin mal gespannt. Und ich muss sagen, das Ding schaut mega, mega nice aus. Congratulations, your Dark Sonic evolved into Dermafrost. Cool. Mega. Na, dann gehen wir mal weiter, liebe Freunde. Jetzt stehen natürlich auch unsere Chancen hier ein bisschen besser. Eieiei, was ist das denn für ein Monster, ey? Crit, geil. Ja, goodbye. Nice, Ali bekommt 43. Möchte Mirror Code erlernen. Muss mal kurz schauen, was ist denn das für ein Move? Nee. Nein, danke. Und Desax erreicht Level 40. Und auch Desax entwickelt sich nun. Let's go. Ja, was es wird, das wissen wir schon. Wir haben schon mal gegen das Teil gekämpft. Congratulations, your Desax evolved into S51A. Ja geil, zwei Entwicklungen in diesem Part. Megas. So, aber ich würde sagen, die nehme ich jetzt erstmal das Item ab. Und die auch. Da ist es. Und gebe dir jetzt erstmal das Glücksei. Und stelle dich jetzt auch natürlich nach vorne. Aber jetzt schaut unser Team auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Natürlich auch unsere Chancen. Ja, und ich hoffe doch, dass wir jetzt mit unserer neu gewonnenen Kraft hier deutlich besser durchkommen werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir das auch noch schaffen werden. Jetzt nehmen wir erstmal dieses gute Corsoref raus. Und holen uns natürlich die HP wieder zurück. Aber ich muss sagen, mir gefällt mein Team bisher, also von dem, was ich gepickt habe. Selkit. Wer ist das? Was bist du denn? Bist du so eine Art Wasserding? Anscheinend.
Schaut schon ein bisschen cute aus. So. Lass mich mal kurz schauen. Nee, ich glaube, ich lasse die Sachs für den Moment, den EP-Teiler. Denn er ist ja aktuell noch am schwächsten gelevelt. Oh. Hier brauche ich Maxi. Ja, oder soll ich das Craze machen lassen? Ah, okay. Maxi ist eher am höchsten gelevelt. Ach ja, und stimmt, das Ding war ja, ich glaube, Typ Bodenstahl. Bekommt 41. Möchte Extreme Speed lernen. Ach, warte mal. Das ist Turbo-Tempo, oder? Brauche ich eine Prio? Also ich würde gerne so eine Stärke verlernen lassen, aber das geht ja nicht, oder? Ja, okay, wir lassen's. Chupacho. Was ist das denn? Die vergessen immer, Craze hat ein hitziges Temperament, ihr Lieben. Drillgarn. Ganz ruhig, mein Guter. Nehme an, dass ich nach rechts muss. Kurz die Map. Yep. Deshalb gehe ich erstmal auch nach links. Moinsen. Oh mein Gott. Ja, das Ding ruft böse Erinnerungen hervor. Warum packst du Spikes aus? Du bist alleine. Und tot. Goodbye. Dragonclaw. Drachenklaue. Naja, ich meine, ich habe nicht wirklich ein Drachen-Pokémon. Feuer, also. Ja gut, Ali hätte ja auch gut seinen Spaß haben können. Achilles. Das ist unser Boy, oder? Ja. Nee. Kannst du vergessen, ey. Craze ist unser Mann hier und nicht du. Goodbye.
Nein, ich sehe nicht, was du auch siehst. Was auch immer das sein soll. Zwei Pokémon. Masking? Sag mal, bist du so eine Art Zoroa oder was? WTF, ey. Du bist jetzt aber das Original. Punkt, fertig, aus. Und ich nehme an, hier darf ich nicht rein, sondern muss erst später wieder kommen, oder? Someone has lost their Eve inside the labyrinth and Thunder Police is doing a search. You can't go inside the cavern right now. Ich nehme mal an, wir können da wahrscheinlich erst rein, sobald wir den nächsten Orden haben. Vermute ich mal. Und ich habe schon gesehen, da oben wartet ein Doppelkampf auf uns. Ich nehme mal Grace und Ali für dieses Match. Oh, ich hätte doch... Ja, ich habe auch wegen Sonic überlegt, aber... Hätte ich das mal gemacht. Aber die werden doch wohl kein Hindernis für uns darstellen, oder? Oder? Erschütten ist schon mal raus. Ah, der steht noch. Aber auch du darfst nun mit untergehen. Mir fällt übrigens jetzt auf, dieses gegnerische Pokémon hat sogar mal den Flügeln geflattert, während Ali, ja, im Grunde Freeze ist. Stimmt, alle unsere Pokémon, fällt mir gerade auf. WTF, dass mir das erst jetzt auffällt, ey. Holy shit. Oh, Craze, das ist leckeres Futter für dich. Njam, njam, njam. Ah, es steht noch. Aber es bekommt den Burn. Aber es kann wahrscheinlich nicht mehr allzu weit sein bis zur nächsten Stadt. Fantasy City ahead. Oh, ich glaube, da vorne scheint es sogar schon zu sein. Oh.
Jawohl, liebe Freunde, wir scheinen da zu sein. Welcome to Venice, the beautiful watery city. Ich will auf jeden Fall shoppen, ey. Nee, davon habe ich genug. Ja, das sollte erstmal passen. Nein, danke. Oh, ob ich einen Lieblingstyp habe? Ja, schwer zu sagen. Also ich muss sagen, Fee spiele ich tatsächlich nicht allzu oft. Ja, das ist wirklich schwer. Ich meine, ich habe natürlich Lieblingsmoons habe ich, ja. Aber Lieblingstypen? Was zum Geier war das? Was bist du denn? Razzi? What? Ich glaube, ich lasse das Ding mal Razzi sein. Oh, ich kann Dark Sonic Ice Punch geben. Ah, let's go, Alter. Danke dir, mein Guter. Ja gut, dann würde ich hier noch gern ein bisschen weiterschauen. Die sag's. Konfusion 50. Stahl Power 60. Ich würde gerne erstmal schauen. Aber es ist physisch. Der Gute ist erst. Ja, okay, ich lass ihn mal Gyroball verlernen. Brauche ich sonst noch was? Ich könnte nochmal kurz wegen Dark Sonic schauen. Vielleicht irgendwas Gutes für Rock. Nee. Ja gut, ich bin zufrieden. Das passt. Ich danke dir, mein Guter. Du hast mir schon mal sehr geholfen.
Nein, danke. Ich möchte gerade keine Moves verlieren lassen. Aber mega, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aufgestellt. Und ich muss sagen, die Stadt hypt mich schon so ein bisschen. Nee, ich möchte gerade nichts über Scooter erlernen. Oder irgendwelche Legenden. Aber hier sollte es auch eine Arena geben, oder? Ich weiß halt nur nicht, was für eine Arena es ist. Ein Theater? Was nutzt man denn für Pokémon am besten in einem Theater vom Typ her? Ganz ehrlich, ich habe keine Idee. Aber da wir von der Arena reden, da scheint sie zu sein. Ja, bevor wir da aber hingehen. Würde ich mich hier gerne noch etwas umsehen. Denn das hier habe ich zum Beispiel auch gesucht. Das Center. Ah, stimmt, dieses Titanic-Ding, ey. Pokémon Gold und Silber habe ich nie gespielt. Ich habe natürlich einige gezockt, aber natürlich habe ich nicht alle. Und was haben wir hier? Ein Pub? What? Barkeeper, einen Drink. Geschüttet. Nicht gerührt. Ja. Yeah. Was? Frechheit. Bedienst du mich wenigstens? Ja, gerne. Her damit, mein Guter. Saufen. Spaß, alles gut. Jo, danke dir. Nee, ich hab was ich wollte. Okay. So, I was walking the pier late last night, and I'll be honest with you, it already had a few. When suddenly out of the corner of my eye, I saw something moving, heard it rustling, and all that. Then I heard the sound of little feet, like it's running away. So, of course, I had to chase it. All of a sudden, I'm in a dark alley I ain't never seen before, but there's no sign of the thing. And then I hear a growl behind me. It was a feral Tunskuer, and I swear it on me life, that thing was this big. I thought for sure I was a gunner when this big pink thing.
with wings and horns and bunny ears and rabbit feet like a gold duck appears outer no hair and kicks the mongrel so hard it runs away, whimpering. Then the thing turns to me, and I be honest to Arceus it was dark and I wasn't seeing straight, but that thing it opens its mouth and it says to me, it says, Jim, you're drunk. And the next thing I remember I was waking up in my own bed. But it wasn't a dream, it was too real. I just wish I knew what that thing was. Can you help me? You know what it was? Nein, kann ich nicht. What? Trainerkämpfe? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, wir können ein bisschen EP gebrauchen. Worsted. GTA-Move. Oh, Doppelkampf. Alright, dann kommt mal her, ihr zwei. Goodbye. Zwei Pokémon. Ja, okay, dann mache ich das eben noch. Erkunde wahrscheinlich noch schnell die Stadt zu Ende. Und ja. Das wäre es dann wohl wahrscheinlich drin für den Moment. Was ist das denn? Das sieht aus wie Stahl undicht. Nicht sehr effektiv. Was zum Geier ist das? Macht das Ding überhaupt irgendwas außer Iron Defense? Ja, was auch immer es machen wollte, es ist jetzt weg. Goodbye. Mami! Warte mal, was hast du überhaupt hier zu suchen, Alter? Du bist doch zu jung. Oh. Web, der wollte auch noch fighten. Oh oh, komm zurück, Grace. Alter, 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 ich heiß doch gut, Alter. Goodbye. Och, die Titanic schon wieder, ey.
Ja, du wurdest von einem Kind geschlagen. Das wollte ich nicht. Ups. Ja gut. Alles klar, Freunde. Und wie es dann hier in diesem wohl Theater und der sechsten Arena weitergehen wird, das erfahren wir im nächsten Part von Pokémon Uranium. Tschüss!